Ein echter Krimi in einer ganz besonderen Kulisse. Am Samstagabend feierte das womöglich schnellste und turbulenteste Stück der 67. Bad Hersfelder Festspiele Premiere. Vier Darsteller besetzten gleich mehrere Dutzend Rollen im fliegenden Wechsel. Martin Semmelrogge, Markus Majowski, Sarah Elena Timpe und Stefan Kaminski sind im Rausch der Geschwindigkeit. Ja, wir sind so die Rock'n'Roll-Krimi-lustige Abteilung. Wir machen die 39 Stufen von Hitchcock. Es ist ein Klassiker, der Film. Wird so eine Mischung aus Monty Python und Rock'n'Roll und Krimi werden. Der Spionage-Thriller mit so einigen humorvollen Momenten entführt die Zuschauer in eine Welt voller Verwicklungen und Mysterien. Einsame Menschen verstricken sich in eine schier undurchschaubare Kriminalgeschichte. Der Kanadier Richard Hennie begegnet im Theater einer unbekannten Schönheit. Die entpuppt sich als Spionin und erzählt ihm von den 39 Stufen. Kurz darauf wird sie in seiner Wohnung ermordet und stirbt in Hennies Armen. Donnerwetter. Der wird unschuldig des Mordes verdächtigt und muss fliehen. Das Mysterium der 39 Stufen noch immer in seinem Kopf, macht er sich auf den Weg nach Schottland und geht den Hinweisen der schönen Spionin nach. Im Nu wird aus Flucht Jagd. Das ist der Mann, den Sie suchen, Herr Inspektor. Er ist hier eingedrungen und hat sich auf mich gestürzt. Sein Name ist Richard Hennie, sagt er. Sind Sie Richard Hennie? Ganz bestimmt nicht. Pure Unterhaltung, sehr schnell, sehr witzig und spielt aber doch auch im Agentenmilieu. Und das ist ja auch nicht ganz so unerheblich, was so in der Welt getrieben wird. Da versuchen wir mal so ein bisschen Licht hinter die Kulissen zu bringen. Unterstützt werden die vier Schauspieler von Bühnenmusiker Philipp Wiechert. Er hat gemeinsam mit Regisseur Patrick Schimanski die Musik für das Stück komponiert. Töne und Klänge unterstützen die Darsteller als gestalterisches Element in der Bad Hersfelder Inszenierung und füllen die sparsam gestaltete Bühne zusätzlich. Die 39 Stufen läuft an insgesamt 26 Terminen bis 13. August im Schloss Eichhof in Bad Hersfeld. Osthessen News. Sehen, was bewegt.